Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect mit meiner Wenigkeit immer noch. Daran wird sich auch nichts ändern, weil es gibt ja kein Multiplayer für Prison Architect. Leider. Folgendes. Also ich habe mal nachgegoogelt und zwar konnten wir hier keinen zweiten Generator hinbauen, weil, jetzt kommt die Begründung, das müssen zwei separate Stromlinien sein. Das heißt, dann versorgt halt der Generator nur den Trakt alles und hierfür sollte ich dann einen eigenen Generator nochmal bauen. Am einfachsten. Das ist die Begründung. Ja, jetzt ist nur die Frage, wo baue ich den hin? Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn da los? Da fehlt ein Kabel. Das wird aber mal schnell gebaut und hier kommt auch nochmal eins hin. Jetzt ist die Frage, ne? Wo bastel ich denn hin? Am liebsten wäre mir das ja... Ich würde auch vielleicht nochmal ein separates... Ja, wobei Pumpwerk ist eigentlich wurscht. Ein Pumpwerk kann, soweit ich weiß, gar nicht schlechter werden oder so, wie auch immer. Auf der anderen Seite... Was ist denn mit meinen Leuten hier? Die tummeln sich hier wie die Sau. Jetzt transportieren die das Holz ab. Warum denn? Das muss doch weiterverarbeitet werden. Boah, ist das ein Irrenhaus. Und wir sind nur noch 830 im Minus, wie ich sehe. Das letzte Mal haben wir doch mit minus 1000 irgendwas aufgehört, oder? 1500? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Also, die Frage ist jetzt, wie gesagt, wo baue ich das hin? Ich will mir hier oben das nicht verbauen. Hier unten ist eh kaum noch Platz. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich hier unten hinbauen. Sprich, lasst uns mal gucken. Ich muss mal kurz schauen. Das hier, der Raum ist wie groß? 14 auf 10. Dann mache ich den auch nochmal 14 auf 10. Wobei vielleicht nicht ganz... auf 10 brauche ich eigentlich gar nicht. 10 auf 10? Mal gucken. Also ich brauche hier 5 auf 5 und das ist nur 3 auf 3. Ja, 10 auf 10 reicht. Denke ich mal, ne? Ich glaube, 10 auf 10 reicht. Das ist ganz gut. Ist ganz klein, schnuckelig. Nicht auffallend. So. Würde ich dann hier unten hinbauen? Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, brauche ich sonst noch irgendwas? Ich habe jetzt alles da reingeklatscht, ne? Was könnte ich da unten noch hin tun, ist die Frage. Eigentlich nichts. Das Einzige ist, wenn ich vielleicht hier den Raum hinklatsche, dass man sagt, ich würde da vielleicht noch... Was sicherlich passieren wird, dass ich da so ein Leichenhaus hinbastel. Wobei, ist das nicht auch ein bisschen arg eng? Ach, ist doch jetzt auch wurscht. Es ist völlig wurscht. Also die sollen mal... Hier kommt ja eh keiner raus, ne? Ist ja hier dicht. Das heißt, die... Ne, Quatsch, die tun hier mal das abreißen. Ne. Hä? Ich bin gerade ein bisschen leicht... Ich glaube, ich bin mit mir selber gerade nicht im Einen. So, ich baue jetzt hier 10 auf 10, sofern das möglich. Am besten noch irgendwo, dass ich es umzäunen kann. 10 auf 10. So, von diesen 10 auf 10 brauche ich ja einen kurzen Gang hier runter, ne? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ach komm, ich lasse das jetzt da stehen. Also, dann baue ich jetzt hier drum einen Zaun. Sicherheitswall, nur im Freien. Könnte ich vielleicht da nochmal hinbauen? Eine Schicht drumherum machen um das andere Gebäude hier. Vielleicht mache ich das noch. Jetzt aber erstmal. Zaun. 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 Zaun.
Zaun. 1, 2. Bis hierhin. Ne, Quatsch. Ab da dann. Ich habe auch wieder Rocket Dog ausgemacht, damit es nicht wieder so doof ist. Und das mache ich nicht. So. Machen wir so. So ist doch ganz gut. Dann klatschen wir hier noch Gehwegplatten gleich hin. Nein, da nicht. Hier Gehwegplatten. Die Bäume werden hoffentlich weggemacht. So. Okay, und dann brauchen wir noch eine Tür. Am besten. Ja, da kommt... Hab ich wieder Kacke gebaut. Klatsch mal 2 Personaltüren hin. So. 2 Personaltüren und dann haben wir einen neuen Generator, der allein für diesen Gefängnistrakt zuständig ist. Was ich jetzt allerdings nicht weiter gegoogelt habe, war, ob um diesen Generator rum auch 2 Reihen Kondensatoren möglich sind. Was ich jetzt aber weniger glaube. Ganz einfach, wir haben es eigentlich schon gesehen. Pumpwerk kostet auch noch 5000. Ich glaube, das sollten wir machen, wenn es uns wieder... Nein, finanziell etwas besser geht. Ein Kondensator und dann können wir uns dann das nächste Mal, also was heißt das nächste Mal, später ein bisschen explizit darauf eingehen. So, Gehwegplatten, die haben sich jetzt hier schön eingebaut, ne? Die können quasi das hier abreißen. Weil der Zaun ist ja auch hier. So, Baum demontieren. Demontieren, demontieren. So, der Rest kann ja von mir aus stehen bleiben. Auch der hier. Gut, also. Unser neues Knastdingenskirchens hier nimmt doch langsam Gestalt an. Wir haben nur noch ein Problem und das ist Cash. Das ist Geld. Ein bisschen Geldprobleme haben wir. Wobei wir arbeiten uns langsam wieder ins Plus und ich hoffe... Dank diesen neuen Straßentoren wird uns keiner mehr entkommen, ne? Sonst kriege ich einen Schreikrampf. Ach so! Zaun. Kann ich dann hier einen Zaun dicht machen? Ja gut, dann baut ihr hier dicht. Ist mir völlig wurscht. Das ist mir nämlich gestern... Nee, nicht gestern. Also das letzte Mal. Gar nicht so inne geworden. Ich habe gemerkt, hier konnte ich nichts bauen, aber dann sollen die hier halt noch einen Zaun hinmachen. Ist mir völlig wurscht. Abreisen kann ich ihn immer noch. Ja. So. Der neue Generator ist schön da. Was kostet mich denn Stromkäbelchen? Ein 10er. Kennt ihr diese O2-Werbung? Ein 10er. Kriegst du höchstens heute noch einen auf die Fresse für. Oh Gott, ich finde die so dämlich irgendwo, aber naja. Solche Werbung muss es halt auch geben. So, dann ziehen wir hier mal ein paar Querstreben rüber. Sollten eigentlich dann reichen. Und hierhin... Ach, wird das auch anders gekennzeichnet? Ah! Das heißt, das ist grüner Dingens und das hier... Wird dann, also so, naja, so ein Giftgrün oder so. Auf jeden Fall wird das als anderer Bereich gekennzeichnet. Sehr gut. Das ist doch tatsächlich mal gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir nur immer noch ein Problem. Nämlich, dass meine Leute hier nicht arbeiten. Warum arbeiten die nicht? Ich verstehe das absolut nicht. Arbeitsplätze. So, hier. In der Wäscherei und Putzkammer, da arbeiten die. In der Küche haben wir... 2 Qualifizierte, die dort auch arbeiten könnten, was sie aber nicht tun. Ich kann euch jetzt nicht schon wieder alles demontieren, hier bis auf die Hydraulikpressen. Geh mal hier rein. Hier, eigentlich ist jetzt Arbeit. Hier müsste jemand arbeiten. Und nicht nur putzen. Hier arbeitet niemand. Warum? Also wir lassen das mal auf 2-fach laufen. Und Webbrowser. Prison, Architekt, Werkstatt.
So. Derzeit einfach 16 sind in Werkstunden in vier verfügbaren Stunden. Die optimale Größe einer Werkstatt ist 240 Quadratmeter. 12 Meter, dies ermöglicht es Ihnen, eine Arbeitsgruppe Gefangenen. Ja. Ja, Tisch sind auch da. Sowie eine Mindestgröße von 5x5. Normalerweise werden die Güter auf den Tisch gelegt, aber wenn kein freier Tisch vorhanden ist, so wird es auf den Boden gelegt. Falls kein Platz. Ja, und? Keiner arbeitet in der Werkstatt. Keine Ahnung. Arbeiter arbeiten nicht. Das ist. Das ist aber gut. Seit dem Update muss man ja nun ausgebildet. 3. März, okay. Aber die gut ausgebildeten Fach stehen nur rum. Ja, aber für die Presse, was brauchen die denn? Weil es ja doof, so komme ich ja nicht weiter. Also die müssen qualifiziert sein. Okay, soweit war ich ja irgendwo auch. Da war ein Haar. Soweit war ich ja irgendwo auch schon. Ja, also das war jetzt nicht so. Die Frage ist hier. Grundlegende Kenntnisse, Lesen, Schreiben, Mathe. Ist mir wurscht. So. Lehrer, bla 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 bla. Ja, die Frage ist, was müssen die denn für die. Lol, auf die Tischsäge legen die Blech. Und auf die Hydraulikpresse, da kommt. Was? Ich habe hier da unten noch Tische. Oder bin ich jetzt total behämmert? Geht mal hier rein. Komm mal hier rein, Mister. Also so langsam, irgendwie macht mich das ein bisschen Sicherheitsunterweisung. Anstatt dass es mal auf die Tische legen. Oder kommen die an die unteren Tische gar nicht mehr ran? Okay, wir demontieren. Warte mal, wir demontieren die mal. Vielleicht kommen die auch gar nicht mehr an die unteren Tische ran. Das könnte jetzt auch sein. Stromtechnisch? Oh, die legen ja ganz fleißig. Schön. Aber es wäre auch ganz schön, wenn die jetzt, wie gesagt, diese Tische mal demontieren. Vielleicht habe ich ja auch einen Fehler gemacht. Zur Not mache ich den Raum noch ein bisschen länger, ist mir auch wurscht. Es geht mir aber einfach nur darum, dass die hier irgendwie mal arbeiten. Klar, für Lehrer als Tischler müssen die das machen. Ist irgendwo klar. Sicherheitsunterweisung. Ja, aber was brauchen die denn für die Hydraulikpresse? Googeln wir nochmal. Prison Architect Werkstatt. Hydraulikpresse Qualifikation. Da war doch. Das wurde mir doch. Hydraulikpresse. Es fehlt Hydraulikpresse. Ja, oh Gott, wie heißt denn das in Englisch? Workshop Safety Induction Werkstatt Sicherheitsunterweisung Produziere 10 ausgezeichnete Betten. Nein. Okay, das ist jetzt sehr hilfreich. Ja, dann machen wir halt das hier und das hier. Also das sind zwei Sitzungen und das sind auch zwei Sitzungen. Das sind schon mehrere Sitzungen. Hier sind es 10 Sitzungen. Da sind auch drei interessiert dran. Gut. Trainingslehrgang über Taser. Nee, brauchen wir nicht. So, jetzt ist natürlich die Frage für mich. Ah.
Konnte nicht gelegt werden. Keine verfügbare Route. Ach komm. Lass dir mal was Besseres einfallen. Die Querstreben liegen. Eine, zwei. Mal gucken, ob ich da oben noch eine machen muss. Und hier. Wobei hier sollte doch... Ach so, hier ist eine. Naja. Jetzt ist für mich die Frage. Warum machen wir so viel Minus? Fuck. Eins, zwei, drei. Oh. Fuck. Ich kann keine neuen Subventionen auch annehmen, ne? Das ist ein bisschen doof. nein, ich will mich nicht in den Ruinen wirtschaften. Zur Not muss ich halt erst nochmal... Wartet, 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 wartet. Wir öffnen... 20 Insassen? Was? Seht ihr, und das meine ich. Wie soll ich denn die unterbringen? What the fuck? Wie soll ich die denn unterbringen, bitte? Okay, kann ich am Personal noch sparen? Das ist eigentlich immer der blödeste Weg. Ich... Zwei Wachen rausschmeißen. Ich mach so viel Minus, ne? Das ist nicht okay. Nur ein Hausmeister? Na, ich weiß halt nicht. Wir probieren es nochmal so. Wir probieren es echt mal so. Beziehungsweise... Ne, 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 bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier. So. Also wir verkaufen jetzt das hier. Objekt verkaufen. Ist halt jetzt ein bisschen doof, dass sie das nicht von sich aus verkaufen. Aber. Blech. Super. Zack, zack. Ist halt jetzt eine blöde Arbeit, aber so kommen wir wenigstens an ein bisschen Geld. An ein bisschen. Das hält uns noch mal ein bisschen über Wasser. Boah. Komm mal hier hin. Am besten noch ein bisschen runter. So. Die legen halt knallhart... Nein, 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 Pause. Die legen knallhart alles auf den Boden. Und warum ist bei der Tischsäge, das verstehe ich bis jetzt noch nicht, warum ist da Blech drauf? Bei der Tischsäge, da muss Holz drauf und kein Blech. Das ist genau falsch rum. Objekt verkaufen. Verkaufen. Ich verstehe das nicht. Ist das ein bisschen buggy jetzt, oder? Ich weiß es nicht. So, wir haben jetzt ein bisschen Plus gemacht. Minimal. Versorgung. Also es fehlt noch prinzipiell hier ein Eckpunkt. Hier müssen die noch legen. Da auch noch. Sechsmal fehlgeschlagen. Warum? Zur Not müssen die halt mal einreißen hier. Ach so, ja, es ist kein Wunder, dass die da nicht hinkommen. Da ist ja auch Zaun. Soll... Naja, gut, ich mach's mal. Ja, heul nicht rum. Abreißen. Hier einmal. Und hier einmal. Dann können die wenigstens den Kack hier legen. Oh, Alter, 3700 plus. Was ist denn jetzt los? What the fuck? Der Knast steht doch nicht vor dem Aus. Es war nur eine sehr traurige Zeit. What the fuck, Alter? Unsere Knastis können ja auch nicht mehr ausbrechen. Gott sei Dank. Boah, Alter, 3000. Wieso machen wir jetzt auf einmal so viel Gewinn? Was ist denn hier los? Also, errechne aus den aktuellen Einnahmen und Ausgaben. Liegt das wohl daran, dass ich eben gerade das Holz verkauft habe? Könnte die sein? Versorgung. Ja, hier unten können die natürlich auch nicht legen. Ist natürlich auch ein bisschen blöd.
Abreißen, abreißen. Weit kommen die eh nicht. Ich würde sagen, warte mal, warte mal. Ah, hier haben sie es gelegt. Deswegen eigentlich immer erst den Strom legen und dann Gebäude machen und so weiter. Naja. Willst du mich verarschen? Hier. Du kannst das machen. Hallo? Genauso hier unten. Natürlich können die das machen. Das wird jetzt... Also ich weiß nicht, ob es den Generator nämlich gleich raushaut, ne? Das wird ein kleines Problem. Aber, das wird ein Problem sein, das wir in der nächsten Folge uns ausführlich geben werden. Mal schauen, was denn noch so aus unserem Megaknast wird. Ich habe keine Ahnung. Das sehen wir aber alles im nächsten Part dann, ne? Wie es weitergeht. Ich wünsche euch noch viel Spaß, macht's gut. Tschüss.